Boah, irgendwie merkt man doch so langsam, dass Sommer ist. Denn wer hätte es gedacht? Es ist warm. Ja. Ich sage immer lieber schwitzen als frieren. Ich könnte da anderer Meinung sein, aber ich hab's auf jeden Fall eigentlich so lieber. Nur wenn ich wieder wach im Bett liege, die ganze Zeit nicht schlafen kann, weil die Sonne vollkommen auf mein scheiß Gesicht drauf scheint oder sonst irgendwas und mir sowas von knallheiß ist, dann denke ich doch lieber manchmal, okay, im Winter schläfst du auf jeden Fall besser. Viel besser. Ah, was torkelt denn hier? Das sind ja nur Sachen, die einen alten Mann einem was angehen. Haha, nee. Also als ich klein war, die auch eigentlich die Probleme. Oder jünger, sagen wir es mal so. Nicht mehr unbedingt klein. So, außerdem habe ich einfach kurz gegoogelt, weil ich irgendwie zu doof bin. Ich bin der Meinung, ich weiß schon mal, dass hier der Ohrring hier hinten sein soll. Und ja, der ist hier hinten. Komisch, 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 aber ich war wahrscheinlich nur auf der anderen Seite, nicht da. Vermutlich, also der kann ja jetzt nicht einfach nur aufgetaucht sein, nur weil ich gegoogelt habe. Als wenn das Spiel das irgendwie wüsste. Das Spiel weiß höchstens wieder, dass er irgendwie allergisch gegen meinen Controller ist oder gegen die Capture-Card und wieder abstürzt. Nein, macht das nicht, Spiel, sonst muss ich hier noch wieder schneiden. Würde ja theoretisch das keiner merken, dass das Spiel abgestürzt ist. Außer ich würde es sagen, was ich immer tue. Weil ich ja wieder eine viel zu ehrliche Haut bin. Naja, geben wir erstmal die Ohrringe zurück. Ja, ich habe den Ohrring. Ja, gib mir eine Stempelkarte. Weil ich verliere nicht wieder. Okay. Ach ja, und bekommen sogar ein bisschen Gulden. Aber es geht ja eigentlich um die Stempelkarten. Dauert zwar noch ein kleines bisschen, bis wir so weit sind, dass wir eine komplette voll haben, aber das kriegen wir doch hin. Außer wir finden. schaffen es nicht, die Quest abzuschließen. Was wollte ich sie nochmal? Ach ja, diese Dinger, die aus in der Weltkarte rumschwirren. Aber wir machen erstmal Hauptstory-mäßig ein bisschen weiter und gehen erstmal in den Waffenhorst rein und kleiden uns ein oder kaufen uns eine Waffe oder schauen einfach nur mit Sortiment mal schauen. Ja, ich bin es. Ja, mein Maustit hat sich alle ausrichten lassen, dass ich da bin. Ja, gib mir alles für Schleuderpreise. Ja, die Vertrauten rüstet man damit auf. Na, brauchst du eine Erklärung? Ja, genau, das sind Vertrauten musst du aufrüsten, neben mit Schild, Schwert, Schild, ja, Schild, Schwert oder Accessoire, genau, das sagte ich ja auch nochmal. Genau. Ach ja, man, Gattung abhängig sind. Ach ja, das gab's ja auch noch, stimmt. Gut. Was? Panalog? Du mich auch, ja, okay. Sobald ich etwas Geld habe, werde ich Accessoires und solche Dinge kaufen. Na toll. Na, was hast du denn alles Tolles? Ja, ich weiß, wir müssen immer noch den Zauberstab suchen. Mit unserem komischen, popeligen Stock kriegen wir nichts hin. Ja, ein Kunde. Reden die ganze Zeit und dann. Warte, wie war das standardmäßig? 19. Und wow, 25 haben, wenn ich mir was kaufen würde. Wie teuer ist das überhaupt? 160. Könnte ich mir zwar leisten, aber. Ach ja, das eine ist Magieattacke und das eine ist Dings hier, ne, glaube ich. Und der könnte sogar besser tragen. Küchenmesser. Naja, es wies ein bisschen, ne? Aber irgendwie, ich denke jedes, wie bei jedem RPG, denke ich jedes Mal, oh, ich finde bestimmt irgendwas Besseres, wenn ich hier ein bisschen weitergehe oder so weiter. Tue ich das? Ich weiß auch nicht, was hier als nächstes kommt. Ja, wir wagen es einfach mal und kaufen was. Ja, möchte ich. Ja, ich weiß. Bei dem Preis muss ich schon einen Vogel haben. Hin und her, hin und her, hin und her. Denn jetzt sollen wir schon wieder in den Palast gehen. Ja, und ich sage ja, ich bin eine ehrliche Haut. Warum? Ich könnte ohne Probleme, oder nicht nur ich, sondern alle, auch du oder du oder du oder du, könnten Geld verdienen oder auch berühmt auf YouTube sein und so weiter, wenn du echt keine Scham hast für Clickbaits, bestimmten Themen oder sonst so ein Schwachsinn oder Gewinnspiele oder so weiter. Wo Gewinnspiele sind ja theoretisch nichts Schlimmes, aber da musst du auch Geld aufwenden und dann am besten doch betrügen, dass du keine Ausgaben hast, so wie bestimmte YouTuber, als wenn da nie was, dass nie was passiert, dass nie was passiert. Also haben bestimmt schon irgendjemand mal von euch mitbekommen, was da mal passiert ist. Damals. Ich glaube, letzten Zeit nicht. Das ist schon ein paar Tage her. Oh nein. Wo ist denn nur der Königin?
Oh, ihr seid zum Glück, ist das Schreckliches geschehen. Ja. Was hier schon wieder gebrochen ist, jetzt? Naja, zum Glück nicht. Soweit sie wissen, nachdem du einen Enthusiasmus hergestellt hast. Enthusiasmus. Ich sage ja mal Enthusiasmus, ist glaube ich schon richtig. Ah, okay, er hat selbst gesucht, aber dann. Ganz Aufregung. Es war schon ein Barsch. Er muss irgendwo zu finden sein. Stinkt, Olli. Ja, es bleibt uns anders übrig. Ja, was heißt denn suchen? Genau, gute alte Detektivarbeit. Genau. Soll ich denn hier suchen oder was? Wo sollen wir denn suchen? Keine Sorge. Du kennst den Ort schon. Achso, ja. Wo gehen wir hin? Was ist für ein Ort, den ich angeblich so gut kenne? Ah, was denkst du, Schlaumeier? Schlaumeier. Mutter will natürlich. Mutter will? Tja, nicht alle Antworten verstecken sich hier drüben, Olli. Okay. Du hast die ganze Sache mit den Seelenverwandten vergessen. Dass wir hier in der Welt sehen, ist nicht immer das ganze Bild. Ah ja, Seelenverwandten. Denk doch mal nach, Olli. Warum bist du in unserer Welt, na? Um meine Mama zu retten. Genau, deine Mutter ist die Seelenverwandte von der großen weißen Alice. Okay. Und wir versuchen, Alice hier aus dem Seelenfall zu befreien. Damit wir deiner Mutti drüben helfen können. Nicht? Ja, das hast du erzählt, Tröpfchen. Und zwar nicht geflunkert. Leute in deiner Welt sind mit denen in meiner verbunden. Nicht nur Alice, sondern deine Mutti, sondern alle. Auch die Katze. Ach so, das heißt genau, richtig. Dem die Königtum verbunden ist. Boah, wird wahrscheinlich auch eine Katze sein, ne? Weil sie verbunden sind, verstehst du? Hast du eine, hatte eine Probleme, hatte andere Probleme. Okay. Muss aber kein Mensch sein. Und vielleicht hat er auch nicht so eine gehobene Stellung wie der Katzenkönig. Nee, vielleicht ist er eine ganz normale Katze. Nur ein Kater im Tante-Emma-Laden. Der König von Katzenburg ist nicht gerade vergleichbar, oder? Kater im Tante-Emma-Laden? Ich glaube nicht, das verflixt doch eins. Ich glaube, das ist auch die einzige Katze, die da so rumläuft, ne? Oder die wir kennen. Habe ich das? Du meinst, König Tom ist. Hat er das? Weiß ich gar nicht mehr. Aber müssen wir mal zurückspulen, hier die Spultaste drücken. Einfach mal einen anderen Part angucken. Ja, ich hab's kapiert. Aber Tom ist doch nur eine Katze. Ja, genau, König Tom. Aber genau wie unser König Kumpel König Tom, der ist ja auch nur eine Katze, du König ist. Naja, kurz vor mir auf jeden Fall, wir müssen zurück nach Mutterville. Ja, jetzt geht er nicht rüber. Genau, Zauber ist mal Portal, weil wir wechseln die Welt und dann finden wir schnell raus. Alles klar, ab nach Mutterville. Ja, ich da muss doch selbst zaubern. Das macht ja nicht alles automatisch. Doch den Portalzauber können wir auch fast immer verwenden. Immer und überall. Weil, was für Sünden gibt es in Mutterville? Eigentlich theoretisch nichts, außer questmäßig. Und wir sind wieder da. Und wo ist, die Katze gewesen von Tante Emmerladen und Tante Emmerladen. Ganz am Anfang des Spiels. Da, Lilas Milkbar. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Fragen wir auch mal, die heißt auch Tante Lila, oder? Hm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist schon in Ordnung, Frau Lila. Mir geht's gut. Okay, was soll ich gern? Genau. Wo ist die Katze? Wo du sagst, ich habe eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Hm. Wo ist mein Schmusekater? Auf einer seiner Streifzüge. Ich sehe irgendjemanden. Na, allerdings. Gut, dann such mal die Katze. Okay, verschwunden Kater. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte, Schätzchen. Aber Sie haben noch geholfen. Sie haben mir gesagt, dass die Katze nicht da ist. Habe ich das? Okay. Tschüss. Was fragen wir jemanden, der sich auskennt? Am besten bei dem Haus. Was? Wen soll ich da fragen? Da ist doch niemand mehr. Oder ist zufälligerweise die Katze da? Ja, lustigerweise ist Mutterville überhaupt nicht groß. Das kann man ja, sieht aus wie eine Stadt, aber kannst du ja eher mit einem Dorf vergleichen. Weil mehr können wir nicht begehen. Ah, oh, ist ja auch extra so. Ist ja eben eine kleine Parallelwelt, ne? Kleine Parallelwelt. Der andere ist eigentlich die kleine Parallelwelt, die groß ist. Na, komm mal, wer da steht. Die kennen wir doch. Na, tut mir leid, Olivia. Du schon wieder?
Wir haben uns doch noch nicht im Haus gesehen. Ich renne mal rüber und schau mal nach. Bin gleich wieder. Ne, gut, Tröpfchen. Es tut mir leid, Honeywell. Ich tut mir leid, dass du ganz alleine bist. Ich will sie sich noch entschuldigen. Wo weißt du das? Naja, genau. Ich dachte, sie wäre wirklich. Ich dachte, ich wäre ganz alleine. Aber ich kann meine Mama wiederholen. Genau, ich kann ihr helfen, aber nur ans Ende bringen, was ich angefangen habe. Hast du den Zauberstab da gelassen? Echt? Ganz echt? Ganz echt. Hurra! Ich hoffe, du kannst dann noch an mir retten, Oliver. Danke, aber bist du eigentlich? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Pia. Ich habe dich schon immer gekannt, Oliver. Okay, creepy. Okay, hast einen großen Kater gesehen, heißt Tommy und streift ziemlich dick. Eine Mieze? Ich kenne eine Mieze. Eine Mieze? Ich bring dich zu ihm, Oliver. Komm mit. Sie meint sicher Tommy, oder? Hey, Olli. Was? Das Dickerchen ist leider nicht im Haus. Ja, die kann sie ja immer noch nicht... er kann sie ja immer noch nicht sehen. Warum auch immer. Ich glaube, das wird auch noch irgendwann aufgelöst. Glaube ich. Kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich sage ja 2013. Könntest du uns bitte hinführen? Hä? Was soll denn das? Geht's dir doch gut, Olli? Wo ist sie denn? Ist sie beim Auto? Oder ich glaube, gibt's hier doch irgendwelche Orte? Ich weiß gar nicht mehr, wo der will. Wo ist die fette Katze? Die kann man ja nicht übersehen. Gibt ja hier komischerweise nicht so viele Katzen im Motorwild. Aber in einer Welt gibt es so viele Katzen. Mysteriös. Ich sage ja, manchmal muss ich einfach ruhig sein und diese Musik genießen. Dass das Konzert, Orchester eingespielt hat. Ist Tommy hier, Pia? Was ist das? Eine Maus. Und klischee-mäßig ist natürlich jetzt die Katze da. Warum liegt sie da? Ist sie eingeschlafen? Katze ist auch zu fett. Na, steht doch drauf rum, VPS. Los, Bewegung. Richtig schlimm, einfach. Ja, die Katze. Aber ich dachte, niemand kann ihn sehen. Wir hätten sich ja sehr gewundert. Das heißt, für die schwebt die Katze ja jetzt in der Luft. Ist das nicht irgendwie noch mysteriöser? Oder weil er jetzt die Katze berührt, die Katze dann automatisch unsichtbar? Keine Ahnung, Videospiel-Logic. Wir haben zwar erklärt, wie das eigentlich mit den Feen und Magie funktionieren soll, aber irgendwie, naja, gibt es auch nicht immer alles ganz Sinn. Das ist jemand Spiel. Mach dir keine Gedanken darüber, Mann. Sogar das Auto bremst, obwohl ihr die gar nicht sehen könnt. Das ist schon unrealistisch. Ja, die fliegende Katze ist wieder da. Mein Tommy ist... Ach, meine Güte, mein Tommy, was ist mit dem passiert? Oh, hast einen ganzen Weg. Ja, meistens packt die Katze dahin und schon geht's der Katze wieder gut. Ist noch ein bisschen müde. Okay. Genau, was hat er denn überhaupt in der Werkstatt gemacht? Eine Kuh hat mir eine Erklärung geliefert. Sie hat gesagt, dass Rastis Werkstatt nur so einen von Mäusen wickelt. Mein guter Tommy, er jagt dieser kleinen Teufelchen mal lieben gern. Okay, Tommy jagt gern Mäuse, aber das ist doch... Vielen Dank. Ja, okay, ein bisschen trainiert, bla bla. Und ist es der König auf einmal wieder da, oder was? Ja, ich sag Bescheid, wenn ich was brauche. Ich brauche eine Klimaanlage. Hier in Real Life brauche ich eine Klimaanlage. In der anderen Welt, in der dritten Welt. Ja, die Maus ist also der Schlüssel, ganz klar. Okay, ein bisschen weit hergeholt, aber okay. Bingo, genau, aber mit Mäusen hat es zu tun, ist wieder eine andere Frage. Aber ich bin mir nicht sicher, in meiner Welt jemand was von Mäusen gesagt hat. Okay, und jetzt gehen wir mal Katzenbuckel und schon wieder da. Auf nach Katzenbuckel. Okay. Mann, nee, komisch connected.
Wenn der eine unterwegs ist oder der andere Mäusejagd weg ist, dann ist es für den anderen Schlüssel. Naja, wie gesagt, theoretisch müsste dann jeder Charakter im anderen, also in einer anderen Welt, müsste dann theoretisch einen Seelenverwandten haben. Aber hier laufen auch so viele Leute rum, so gesagt, die nichts mit der Geschichte zu tun haben. Dann ist es da genauso wahrscheinlich so. Kannst ja mal erzählen, wie viele Charakter da sind und wie viele Charakter da sind. Ich wette, in dieser Welt sind mehr. Genau wie die ganzen Schurken, die hier sind. Haben die auch Seelenverwandte? Ich glaube nicht. Auch schön, dass die immer hier wieder regenerieren. Das heißt, man kriegt jedes Mal wieder, wow, so viel Geld, das lohnt sich ja voll. Nicht. Denn natürlich, wie bei Ihnen, der BG, kriegt man am Anfang extrem wenig Gold. Und denkt, man ist, das ist viel Gold. Und nachher kriegt man pro 0815 Mob dann irgendwie, keine Ahnung, 1000 oder 10.000 Gold. Oder Gulden oder was es auch hier in dem Spiel ist. Da, ich glaube, er hat zwar gesagt, dass sie hier zum Palast gehen sollen. Lustigerweise zeigt aber unser Sternchen einen anderen Ort an. Den üblichen Ort, den Ort, wo ich so mal sagte, dass wir bestimmt da noch hingehen müssen. Und wer hätte es gedacht? Wir müssen da hingehen. Denn die haben bestimmt auch ein Mäuseproblem. Ach, hieß das Ding nicht auch irgendwie so Mäusetunnel oder so? Hey, ich glaube, ich habe gerade König Toms Stimme gehört. Der kam aus der Katzenliebe. Was? Das kann ich wieder nicht aussprechen. Katzalisation. Da bin ich mir sicher. Okay, und was stehst du denn hier noch, um niemanden reinzulassen? Mäusevolk. Ah, verflucht. Ich weiß, was passiert ist. König Tom wurde vom Mäusevolk geführt. Entführt? Okay, ja, er hat in unserer Welt die Mäuse gejagt und hier jagen die Mäuse die Katzen. Alles klar. Komm mit dir, red kein Quatsch, Junge. Das ist ein Job für Profis, verstehst du? Ich schaff das schon. Ich hab mal meine Freunde dabei. Okay. Du hast einen Vertrauten? Hä? Okay, unterstützt ihr mich jetzt hier? Oder wie war das nochmal? Ja, keine Ahnung, wir sehen das ja gleich. Na gut, Oliver, du kannst meinen Vertrauten haben. Okay, vielen Dank. Wenn ich dich... Muss ich dir einen Namen geben? War der andere Vorschlag. Lafke, Laffi, Laffa... Nennen wir ihn Lafke. Mir fällt nämlich selbst kein anderer Name für den Affe. Nein. Ja, wir wollen den Laffen. Lafke nennen. Ja, jetzt kann ich sogar switchen. Jetzt muss ich nicht direkt eben gleich wieder zu mir switchen, wenn er keine Ausdauer mehr hat, sondern jetzt kann ich zum Affen switchen. Was? Kraft sammeln? Ach ja, das ist, glaube ich, eine Spezialfähigkeit, wo die oder was. Mit Kraft sammeln kannst du ihn, was, mit losgeht speziellen Angriff ausführen. Losgeht heißt aber, sein Angriff länger und richtig mehr Schaden an. Okay, das klingt doch toll. Oder auch nicht. Es ist auch leichter, feindliche Aktionen zu unterbrechen. Feindliche, was? Ja, ich weiß, wenn du zum richtigen Zeitpunkt eben einen Zauber machst oder irgendwas Gegenangriff oder so weiter, dann ist er eben auch betäubt. Und dann kommt wieder, it's a change! Gut, aber genug Gelaber, jetzt wollen wir nicht mal loslegen. Gott, ich überhaupt das Übliche. Ich habe Angst, deswegen muss ich hier immer abspeichern. Abspeichern. Aber wo abspeichern? Wie lange spiele ich schon? Warte. Scrollen wir hier durch. Was ist das? Gott, die scheiß Sonne. Jetzt kommt die Sonne noch hier rein. Nein. 20 Minuten. Theoretisch für ein normales Let's Play würde das reichen. Aber da ich ja nicht normal bin, wie ihr wisst. Sondern erstmal zu ehrlich, naja. Doch, ich bin zu ehrlich. Ich bin auch zu ehrlich. Ich gehe bei jedem Scheiß zu, egal was mir passiert. Egal, ob ich auch eine Nicht-Let's Play-Folge mache, sondern ein Commentary, meine Fresse. Habe ich das auch gleich zugegeben, obwohl ich das auch verstecken könnte. So wie mit einem einzigen Missgeschick, was mir jemals passiert ist bei Technik und Tempo. Wo ich dann so gemerkt habe, oh, du nimmst ja die ganze Zeit gar nicht auf. toll. Muss ich die ganze Scheiße nachpalabern.
Was auch komisch ist, ne? Theoretisch wurde ja mal gesagt, hier 3D ist tot und jetzt kommen irgendwie wieder neue Technologien von 3D. Und dann lassen sie VR sterben und dann kommt 3D wieder zurück und dann kommt wieder VR und dann hin und her, Hauptsache die können die ganze Zeit immer sagen, boah, neue Technik, ja, zieht doch den Scheiß rein, der ist jetzt auf jeden Fall einmal gut. Kein Schlüssel, du bist doch ein Zauberer, dann ich bin so ein Zauberstab, wo Königturm bekommen hast. Habe ich den überhaupt schon bekommen? Du meinst, ich kann das Turm mit Magie öffnen? Ich schätze immer, ich könnte es versuchen. Ach ja, ich habe einen Zauber von ihm bekommen, ne, da, Schloss öffnen. Zauberstab, Zauber. Ja, das ist unspektakulär aufgegangen. Lass uns spazieren gehen. Eine Kanalisation. Ah ja, und ich stimmt, jetzt kann ich auch Truhen öffnen. Ah. Die blauen Truhen, natürlich nicht die roten. Die super verschlossenen. Super verschlossen. Die Katzenkloake. Klingt lecker. Lustigerweise ist es irgendwie alles ziemlich sauber hier unten. Das war ganz schön feucht hier unten. Was? Da verschimmelt mir doch ganz meine Laterne, wenn ich nicht aufpasse. Wird der wirklich anfangen zu schimmeln? Das müffelt nach einer Riesenladung Monster. Nicht nach was anderem? Ja, wir werden schon vorsichtig sein. Was? Pass auf, da kommt ein Monster. Besiegen wir so schnell wie möglich und suchen den König. Ja, ich weiß, dass sie jetzt den anderen haben. Ich kann auch wechseln. Ja, ja, ja. Das musst du theoretisch nicht bezeigen. Mechanik. Na, wir können jetzt den anderen wählen und der ist Stufe 1. Warum soll ich den dann benutzen? Aber ich glaube selbst... Ja, genau. Drücken und mit dem nächsten wählen. Ich weiß, ja, ich weiß. Ich sag doch, du musst mir das nicht zeigen. Check, lassen wir losgehen. Ich bin der Meinung, die bekommen auch Erfahrungspunkte, also Level mit, auch wenn man die nicht einsetzt. Das habe ich bei Pokémon immer damals gestört. Dass man eben immer... Oh Gott, ich mache einen Schaden. Dass man immer das Pokémon einmal einsetzen musste, dass man trainieren wollte. Damit es ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt, das hat mich immer gestört. Und natürlich hier muss man die nicht einsetzen, die werden automatisch mitgelevelt. Oder? Ja, doch, danke, 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 dass du mir sagst. Nicht, dass ich wieder die ganze Zeit wieder was Falsches laber. Deswegen ist natürlich jetzt schlau, nicht wirklich schlau, den einzusetzen, weil er natürlich noch nichts kann. Noch ziemlich Schwaches. Wow, die Typen sind ja sogar relativ stark. Naja, ich habe auch noch kein Powertraining gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, wie kriege ich denn wieder Magiepunkte? Das Übliche, ne? Tränke oder eben, ja, die komischen Dinger hier einsammeln. Die Punkte da, die Kugeln, mein Fresse. Das ist, wenn man einfache Wörter aus dem Kopf fliehen, entfallen. Da hat man das übliche Tischproblem. Ich beschreibe es immer als das Tischproblem. Weil dann fällt ein Wort ein, nicht ein wie Tisch. Und irgendwie häufen sich die Meldungen von Sicherheitsproblemen in Betriebssystemen. Ja, bei Windows Server sowieso, das ist ja nichts Neues, aber eben auch jetzt bei Android. Oder sogar ein- oder zweimal bei Linux. Auch wenn das eine, was letztens rausgekommen ist, eher schon was mit Windows zu tun hat. Weil das die Samba-Share-Funktion war, oh Gott. Mumien heilen hier, verteidigen Angriff, Schnitter. Den muss ich ja irgendwie einsetzen, ne? Zauber, Lindernhand. Stimmt. Nein, geh weg. Ich hasse euch. Gott, ich muss, glaube ich, hier sogar mal rausgehen. Und ins Inn gehen, um mich zu... mal wieder aufzupushen. Warum? Weil ich so schlecht bin. Ich sag eben, ganz am Anfang muss man eben trainieren. Trainieren. Ja, bei Android ist ja sowieso immer das Problem, ne? Das Scheißding wird ja nicht so einfach gefixt. Gerade wenn man jetzt irgendwie ein Telefon von Samsung oder Sony hat oder so, die hauen da vielleicht ein oder zweimal dann Update raus, wenn es hochkommt. Und dann heißt es wieder, kaufe neues Telefon. Und du sagst dann einfach, nein. Ich mache einfach dann mein Handy Route und benutze Kostenfirmware. Und dann sagen die wieder, ja gut, okay, dann kannst du aber ganz viele Programme nicht nutzen. Hahaha.
Obwohl es gar nicht so viele Programme gibt, Spiele, die man nicht mehr nutzen kann. Also ich glaube, bei Spiele fällt mir, glaube ich, nur ein Spiel ein. Fucking Pokémon Go, ey. Das war aber auch eine Hypewelle damals. Und ich habe den Hype mitgemacht. Da. Aber ich muss trotzdem sagen, es hat Spaß gemacht. Und dafür, dass es ein Hype war, nee, natürlich alle, die davon keine Ahnung haben und den Hype natürlich mit nicht mitgemacht haben, die haben nur rumgemeckert, aber an sich war es lustig, aber wenn das Spiel scheiße war, oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, jetzt kann ich nicht beurteilen, vielleicht ist es ja besser geworden. Maybe. War es auf jeden Fall kurz unterhalten, bis man irgendwie gemerkt hat, dass das Spiel zu dem Zeitpunkt eben relativ blöd war. Gerade dieses Arena-Kampfsystem war ja ziemlich blöd gemacht. Und spätestens dann, als sie die Root-Leute rausgesperrt haben und ich zufälligerweise Root habe, habe ich mir so gesagt, jo, fuck you, dann spiele ich das Spiel nicht mehr, ist mir doch scheißegal, ist ja nicht mehr lebenswichtig. Und dann war auch schon der Hype vorbei, der Hype-Train. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Das kommt ja auch immer drauf an, wie die Typen stehen. Wie du angreifst, weil manchmal machst du eben diesen direkten Konter. Weil es, Tröpfchen auch schon mal erwähnt hat. Guck mal, manchmal droppen die auch gar nichts. Level. Ach ja. Ich müsste ja die ganze Zeit auch nicht, unbedingt zaubern. Weil ich habe ja auch, wenn ich die richtige Taste dazu finde, immer voller Beutel. Da, Weißbrot und... Habe ich auch irgendwas für Magiepunkte? Ja. Stimmt ja, Kaffee. Warum auch immer ihr in dem Spiel Kaffee wieder Dings herstellt, Magiepunkte. Ist nun mal so. Müsst ihr euch merken eben, dass Kaffee hier Magiepunkte erstellt. Ich glaube immer Kaffee, ne? Eiskaffee, nachher warmer Kaffee. Ich glaube, in der Regel gibt es noch Cappuccino und so. Und die bringt dann, stellt dann ein mehr hin. Also es bleibt, glaube ich, Kaffee. Es sind nur verschiedene Kaffee-Variationen nachher. Naja, die konnten eben keine Portionen nehmen und Ether und so, oder? Das war alles schon vergeben. Ha, na, die wollten es doch aufgeben. Eine eigene Identität aufbauen. Haben wir geschafft. Irgendwann kommt demnächst ein zweiter Teil. Also ich bin doch schon mehr oder weniger gespannt auf den Teil. Irgendwie will ich bestimmt erstmal nicht wieder dazu kommen, den zu spielen. Ja, so sehen. Arbeiten. Deswegen wollte ich auch schon längst Dings gespielt haben, Final Fantasy 15, aber auch das habe ich noch nicht geschafft. Ja, ich habe eine PS4. Kaum zu glauben. Ich spiele nur alte Gammel-Scheißspiele. Ausgenommen das jetzt. Aber ich habe auch natürlich neue Konsolen. Auch wenn ich immer noch nicht Uncharted 4 gespielt habe. Stimmt, das wollte ich im Urlaub auch machen. Und das habe ich natürlich hier nicht geschafft. Geil. Ja, das ist wieder die übliche Frage, ne? Let's Play oder nicht Let's Play? Eigentlich wieder ungern, weil dann wird sich hundertprozentig wieder so viele Leute drauf stürzen. Dann gibt es wieder... von einem Spiel mindestens 100 Let's Plays. Weil ja zu den Zeitpunkten wird bestimmt auch noch irgendjemand geben, der das Spiel jetzt gerade spielt oder aufnimmt oder streamt oder irgendwas macht damit. Eben gerade, weil bald demnächst eben der zweite Teil rauskommt. Und dann auch eben einmal alles neu zu refreshen. Oh mein Gott, ein Mittel gegen Gift. Naja, für gegen Gift haben sie sich ja nichts wirklich ausgedacht. Das ist einfach nur gegen Gift. Und die Gegner respawnen hier wieder. Das habe ich auch vergessen. Vor- und Nachteil. Vorteil kann theoretisch mehr kämpfen, mehr leveln. Nachteil, es ist nervig. Gerade wenn man nicht kämpfen will. Da gab es auch wieder bei Pokémon dieses Schutz, Topschutz und so weiter, damit man eben, wenn man wirklich keinen Bock hatte, ausweichen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es hier was gab. Theoretisch schon, wenn du zu stark bist. Für die Gegner. Greifen die dich nicht mehr an. Oder selten nur noch. Dann hauen die meistens sogar ab. Dann sehen sie dich und dann machen... los weg hier. Ist ja auch schlau, ne? Ist ja klar. Wenn jetzt... keine Ahnung. Sag mal, du bist der Bär und du siehst Menschen. Dann würdest du ja den Menschen angreifen. Weil der keine große Gefahr für dich ist. Na ja, blöder Dings hier. Blöder Vergleich, weil... ja. Bei Bären, wenn man irgendwie auf einen zukommt, soll man ja auch irgendwie... laut sein oder ruhig sein? Keine Ahnung, irgendwas von den beiden auf jeden Fall, damit er weg ist. Wenn man jetzt darauf kommt. Gut finde ich auch, dass der Controller so lange hält bei der PlayStation 3, der Akku. Das ist obwohl das auch der Original-Akku ist, beziehungsweise der Original-Controller, den ich mir damals gekauft habe, im Jahre 2000 und... keine Ahnung.
kann es versuchen anzuzünden, aber es wird Feuerwehr nicht lange anbleiben. Ja, warte, wir müssen hier machen, ne? Feuerball. Muss ich das jetzt alles manuell machen? Stimmt. Das heißt, wird nicht lange anbleiben. Nicht in der Hand, obwohl das muss ich auch schon fast machen. Das war ja ein schweres Rätsel. Lass mich raten, das bleibt es nur so lange auf, bis die, das Ding ausgeht. Keine Ahnung. Komisch, dass sogar die Musik hier schon kommt. War das eine typische Dungeon-Musik? Kann sein, ist ja bei meisten Spielen so, dass es ja aber typische Musikkennenden für bestimmte Bereiche gibt, ne? Bei Luftwerk gibt es ja theoretisch auch, was Dungeons und so angeht, auch nur irgendwie drei oder vier unterschiedliche Musikkennen. Weil die wechseln sich ja da auch immer ab, so dass die eigentlich nicht wirklich langweilig werden oder nervig. Hier geht das eigentlich auch. Glaube ich. Ich sage, ich will immer nicht so viel spoilern. Nee, Mr. Spoiler ist wieder da. Mr. Spoiler ist wieder da. Und eine Sache, die ich auch irgendwie nicht machen kann, weil ich da theoretisch irgendwie auch keine Lust habe, ist streamen. Sowas wie auf Twitch oder so. Könnte das auch irgendwie, ja, Magie verschlossen zu sein, Schloss öffnen. Ich glaube, ich könnte das auch nicht hinbekommen, weil einige Typen machen ja gleich 12 Stunden oder 24 Stunden Stream oder so. Gott! Ich bin da hier schon haarscharf dran mit meinen 1 Stunden Aufnahmen hier, wo ich dann schon Gehirnblockade völlig habe. Die schaffen das einfach 12 Stunden durchzustreamen, aber naja, die können auch nicht permanent die ganze Zeit. Nee, die haben natürlich auch Pausen zwischendurch, weil die das trinken oder denen nichts einfällt. Aber da hast du ja den Vorteil, dass du wieder den Chat zwischendurch. So, dass wenn du dann eben dann einmal deine Lehrer hast, guckst du einmal im Chat und dann beantwortest du irgendwelche Fragen oder so. Wenn du Zuschauer hast. Wenn du natürlich keine Zuschauer hast, dann kommt sie dir das auch komisch vor, wenn du dann streamst. Nichts außer so, warum streamst du überhaupt? Das klaut ja eh keiner zu. Wieder dasselbe. Keine andere Lampe in der Nähe. Meinst du? Ich brauche mehr Magiepunkte. Ich hätte mir Kaffee kaufen sollen. Und ist nur einer? Ist keine Ahnung, nee, doch, bestimmt. Warte, sind bestimmt irgendwo versteckt. Oder ich muss weit laufen dafür. Eins von beiden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sehe hier keinen anderen. Doch, da. Hier ist doch einer. Oh. Guck mal, ich habe doch kaum Magiepunkte. Ich habe nur noch 6. Oh Gott. Das ist ein Kriminell. Da sind noch welche. Ist da auch nur einer? Ja. Die letzten Magiepunkte, die ich habe. Und. Nicht Magiepunkte. Okay. Nee, nicht. Nein, da, die anderen. Ich habe wenigstens 2 Kaffee. Aha, ein kühler Kaffee. Ich auch einen Kaffee trinken. Toll. Hab ich schon Probleme hier, dass ich keine Magiepunkte mehr habe. Sind die alle wieder aus? Kann ich da rüber zaubern? Das springt aber nur runter. Okay. Nein, du sollst. Ja, du sollst aber ja benutzen. Kann ich da hochjumpen? Bestimmt nicht. Ich mach wieder irgendwas falsch. Oh Mann. Ich hasse leichte Rätsel. Schwere Rätsel, kein Problem. Leichte Rätsel. Horror für mich. Obwohl, das wird sich ja demnächst klären. Kurz davor bei Lufia 2 vor meinen Hassrätsel. Wovon ich glaube ich schon seit Episode 1 laber. Diese scheiß verdammte Feuer Pflanzenrätsel. Wenn ich schon dran denke, muss ich kotzen. Guck mal, ist das Ding schon ausgegangen? Ja, ist schon ausgegangen. Wo ist das für eine Scheiße? Das heißt, du musst theoretisch erst den da hinten anzünden, dann schnell dahin gehen und dann nach da. Oder? Eine andere Möglichkeit oder eine schnellere Möglichkeit gibt es ja nicht. Weil bleiben die denn an, sobald ich die angezündet habe? Das würde ja auch keinen Sinn ergeben. Ach, es gibt keinen schnelleren Weg. Nee, probieren es doch mal. Ihr habt nicht mehr so viele Magiepunkte. Ey, versuchen es mal. Oh, dann rennen.
Oder ich muss woanders hin. Ich muss gar nicht hier hin. Ich bin falsch. Gott, das ist so langsam. So langsam. Das Ding sieht so Zeit schon aus. Oder auch nicht. Wo jetzt? Da jetzt hier. Also optisch muss man den schon sagen, ne? Haben die ganz schön viel Mühe reingesteckt. Prägen sich jetzt nicht wirklich so hart ein, weil nach jetzt 4 Jahren habe ich natürlich so gut wie alles vergessen hier von den Orten. Aber wie ist denn ein bisschen? Auch ich glaube. Monster-technisch ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel hängen geblieben von dem Spiel. Naja, man vergisst immer irgendwas nach einer Zeit. Das ist ja auch der Grund, warum man schläft, ne? Um theoretisch zu vergessen. Also um das Erlebte, was du im Tag... Das, was du erlebt hast im Tag, eben wird ja so gesagt nochmal verarbeitet. Und da wird eben aussortiert, was war jetzt wichtig, was nicht. Und dann vergisst du eben nach einer Zeit was. Und das wird immer weiter gemacht. Und eben, dann vergisst du auch was. Wirklich. Kann auch sein, dass es dann auch in der Ecke abgespeichert wird im Gehirn. Aber viele Sachen sind auch einfach komplett weg. So wie hier das ganze Design von den ganzen Monstern. Das ist jetzt für mich, als wenn ich die jetzt erst einmal wieder sehen würde. Weil dass sich das der Kopf eben nicht gemerkt hat. Das hat den Schlaf irgendwann ausschüttiert. Das ist ja auch irgendwann der so gesagte Grund, wenn man nicht schlafen geht, dass man ja total im Arsch ist. Zum Grund, weil die Aussortierung stattgefunden hat und irgendwann die... Naja, wie soll man das sagen? Die temporäre Festplatte einfach irgendwann total voll ist und dann ist der ganze Körper einfach mit diesen Sachen überladen, weil du die ganze Zeit dann auch damit beschäftigst. Ich könnte Doktor werden! Doktor der, keine Ahnung, des Schwachsinns. Frage ist erstmal, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich laufe einfach nur... Richtung Sternchen. Ah, hier, das Sternchen ist da oben und hier ist ein Speicherpunkt. Was kann das nur bedeuten? Es ist mal wieder Zeit für einen Bosskampf. Ich liebe Bosskämpfe, denn die machen Spaß in diesem Spiel, außer ich verkacke.助けに来ましたで。お前たち、杖は取り返したぞ。お、国王様さらわれたんとちゃいますの。おのれ、卑怯だぞ。チッチッチッチッチッチッチッ。油断しよって、バカめ。 Oh mein Gott, was ist das an der 17. Willst du sterben? Ach nee, ich mach das glaube ich lieber nicht. Ich warte lieber, bis er bis man seine Chance wieder hat, anzugreifen. Oh, ich brauche wenigstens ein Eis. Aber manchmal ist es auch total sporadisch. Ich bin der Meinung, es gab auch mal einen Gegner, da habe ich ja die ganze Zeit immer hinbekommen, dass dann kommt. Nice, 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 nice. So, hier, Zauber. Heil dich mal. Und dann können wir auch einmal unseren anderen Freund einsetzen. Und dann Affen. Affen. Ich kann mal zeigen, was der kann. Bestimmt gar nicht. Guck mal, der Zeit ist ja fast links wieder aufgeladen. Hahaha, guck mal hier, oh, der macht richtig Damage für mich, gar nicht. Warte. Wechseln. Okay, das war kein Superzauber. Wann machst du deinen Superzauber? Sag mal. Manchmal kennt man das ja echt nicht. Oder du hast extrem kurze Zeit. Deswegen ist es auch wichtig, manchmal einfach alles zu unterbrechen und dann eben... Jetzt machst du zum Beispiel Schwurbelschweif. Okay, das ist das Ding. Verteidigen, los! Okay, bin ich jetzt verwirrt? Proviant. Nimm mal ein Weißbrot, du musst dich ja immer nicht heilen.
Wie bringt Weißbrot? Ah, ein bisschen. Dafür, dass ich den Scheiß auch einfach mal so finde. Ja, und einige Bosse... Mausfeuer. Einige Bosse verlieren auch meistens sowas von überhaupt keine Energie. Der hat sich selbst weggezaubert, stumpf, ey. Genau, habe ich mir ja auch gerade gedacht. Oh, hat mir selbst ein Bein gestellt. Du kannst ihn jetzt in den Hinter versohlen. Ja, mach mal Schnitter hier. Dein super Tauber. Bam, 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 bam. Wow, ey, Wahnsinn. Guck mal, schon jetzt der normale Angriff verschmiert. Hier, zwei. Aber das ist auch das Gute an dem Spiel. Hier sind immer die Bosskämpfe immer was Besonderes. Naja, theoretisch machen die doch fast alle dasselbe. Na, jetzt wieder selbst weggedimmt. Ja, dann geh du mal. Ich, oh Gott, scheiß Affe, du bist zu langsam. Guck mal, der Zeit ist ja schon aufgestanden. Ich weiß nicht, der Mausfeuer, der zockt sich aber nicht immer gleich alles selbst ab. Also, trifft sich nicht immer selbst. Warte, na dann. Ich bin vorgewöhnt. Achso, nee, keine Auswirkung. Du bist doch so blöder Mausezahn, der sieht bitte. How about dying? Oder vielleicht ist das Spiel auch familienfreundlich. Okay, das ist jetzt wieder gezaubert. Ja, abbrechen und Schnitter. Ich muss einfach das Spiel auch familienfreundlich hier, wenn die Gegner nicht besiegt, sondern einfach nur schlafen gelegt oder. Oh, hier siehst du, das ist das, was ich meinte. Zufälligerweise triffst du dann einfach immer. Nice, 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 nice. Archipunkte sammeln. Sogar ihr macht 5 Schaden. Du machst das, Affe. Du kriegst auch Erfahrungspunkte. Ich weiß gar nicht, konnte man noch Proviant einsetzen, wenn man seinen Team draußen hatte? Nein, gewann nicht mehr. Zauber, zauber dich mal. Ey, ich meine, heil dich. Du bist gleich tot, ey. Hier bin ich. Hol mich. Na, oh, ich wollte sagen, keine Auswirkung. Nein, das verwirrt. Nein, der bringt dein Vertrauen ganz durcheinander. Ach ja, genau, deswegen auch keinen Effekt eben gerade gehabt. Das sagt er mir jetzt kurz, bevor Dings ist. Er weiß, eine Brücke, um ihn auszuwechseln. Was soll ich auswechseln? Du hast ihn gerade wieder in verwirrt. Außerdem hat er eh nur 3 Energie gehabt. Aber das ein harter Kampf. No, fast nicht. Super gemacht. Wie ich los den Ratten, das ist mal witzig, aber es wird kein nächstes Mal geben. Glaube ich. ich sag einfach zu jedem Satz immer, glaube ich. Nicht so wichtig, glaube ich. Das ist mit König Tom. Ah ja, wir sollten besser nachsehen, wie es ihm geht. Ihr seid's. Na los, komm. Was? In der Zauberstadt, wir haben den Schurken abgenommen, den geklaut hatte. Mist, 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 Mist. Ja, wo sind die jetzt? Achso, der hatte noch eine Hand. Osoroi desu ka na? Elder Duke no minasama. Yoku zo atsumatte kureta. Dewa kore yori hyogi kai wo hajimeru. Honjitsu no gidai wa yuu made mo arimasen na. So. Kono yogen no shounen. やつの処分についてだ。春がいい。漆黒の魔導士よ。お呼びでございますか、灰の女王。一の国から来た救世主。やつの処分を命じる。世界を導く者、執行者としての務めを果たせ。ジャボ。条件がございます。なんと。
女王陛下に対し条件ですか。申してみよう。は、恐れながらこの一件すべてこの私一人にお任せいただきたい。特に評議会の皆様、手出しは無用でございます。 我々と対等のつもりですか。自分の立場を何だと思ってよ。随分大きくでたものね。幹事社に意見する。ああ、騒がしい連中が。静まれ、チャボーよ。許可しよう。では、すべてお前に任せたぞ。救世主などという言い伝えを信じている者たちに知らしめてやるのだ。 Das erste Mal, dass man Shada gesehen hat, oder wie er nochmal hieß. So, kriege ich jetzt endlich den Zauberstab. In mein Leben gerettet. Ja, los, Zauberstab her. Zauberstab her. Du bist ja gar nicht entführt worden. Du bist selbst weggegangen. Ach, das ist nebensächlich. Alles Zorn. Zorn, Zorn, Zorn. Alles mit Mangel wegen Enthusiasmus dazu geführt haben, dass ich Schlaf überraschen ließ. Unverzeihlich, ey. Du hast ihn doch gerade noch die ganze Zeit angehabt. Wo bist du denn jetzt? Doch, achso, wir haben unser Zauberstab wieder. Das ist wichtig. Jetzt können wir endlich überreichen. Na, endlich. Man bringe den König Zauberstab. Ist weg. Kollege Maho no Zueja. Mimo wakai koro, sore wa mo kore de abare makutta mono da. Sa, motte iku ga yoi. Arigatou gozaimasu, Kokuo-sama. このことがあのお方に知れればミーもお前もただでは済まない。しかし、お前にかけてみたくなった。お前のそのまん丸の目にな。あのお方って、ジャボーのことだね。そうはっきりと言ったらまずいじゃないか。まあまあまあ、そうだな。お子様、オリバーに杖を渡した以上、もう後には引けまへんで。<笑>まあそうだな。 Kuo-sama, du hältst den Zauberstab. Naja, wenn noch Hilfe in Note wollen wir ein bisschen. Ach so, ja, mehr Magie, mehr Bereitzeiten. Eiseskälte, das hört sich an wie ein ganz normaler Angriffszauber. Ah, danke, ich kann es kaum erwarten, den Zauber zu probieren. Oh, du bist wirklich ehrgeizig. Ah ja, wo muss ich jetzt hin? Im Süden des Königreichs gibt es einen Wald namens Goldhain. Ah, okay. Und da liegt die Wüste. Ach ja, genau. Alkwald. Souveräne Stadt ist das. Aber wir lassen das. Rashid, einer großen Weisen, lebt einst dort. Ach ja, und? Tut es noch immer. Nehmen wir an. Okay. Der großen Weisen, die einst mächtigen Zauber, den wir Alice gehört haben. Alice? Wenn du da raus miaus bist. Ja, okay, mehr Magie, natürlich. Immer fein, 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 natürlich, ja damit. Alkohol, weit willkommen. Und da geht's natürlich als nächstes hin. In die Wüstenstadt. Alkohol. Nein, das muss man nicht so aussprechen. Ich spreche sie so jetzt aus. Da, guck mal, da ist irgendwas Grünes, was blinkt. Oh, da müssen wir hingehen. Quest? Ach so, das ist einer, der Enthusiasmus hat. Hast du die guten Neuigkeiten Tom treffen gehört? Das liegt nicht nur mehr, weil unter die Palast rum und wird den König auch Titel verdient. Ja, ich weiß. Da ist ja noch einer. Oh, hört auf, rot rumzublinken. Oh, ein neuer Tag, um zur Arbeit zu gehen. So, die Enthusiasmus möchte ich auch mal gerne haben. Oh, Gott, ey. Ich bin nur einfach Holzfilmer. Ist nicht ein gefährlicher Job, ein ganzes Monster draußen bei der Stadt? Oh, ein bisschen schon. Es gibt genügend Holz. Ja, ja, speichere mir. Klingt komisch, aber würden Sie mir davon etwas leihen? Natürlich, jederzeit. Okay, gib mal her damit, her mal mit. Immer einen in der Fiole haben, weil ich glaube, hier laufen wohl jetzt mehr von den Typen rum, die
das brauchen. Also es ist jetzt nicht nur Quest, das ist jetzt alles Nebenquest. Weiß gar nicht, erkennen wir die auch irgendwie? Oh, das kennst du jetzt an die Arbeit. Und du willst welche haben? Ach nee, das ist wahrscheinlich die Katze, ne? Du kannst kaum erkarten, an einer Abbremsung zu passen. Was ist Katzenkampf? Katzenkampf. Hitzebeschäftigung. Okay, komische Welt habt ihr. Das ist nicht Schieke. Ja, genau, der hat auch Enthusiasmus. Treffen wir nichts, aber natürlich, er hat Enthusiasmus. Morgen? Was denn überhaupt? Hört sich komisch an. Ja, gib mir die Scheiße her. Nein, geht natürlich nicht. Genau, jetzt sagt er mal, warte, Olli! Davon hast du doch schon was in deiner Fiole, oder? Du kannst nicht alles selber horten. Es gibt bestimmt jemanden, der es dringender braucht. Ja, ich, wenn ich die weggegeben habe. Und gerade hatte die Katze einen Stuhl, die er geklammert und haut dann wieder ab. Manchmal verstehe ich Katzen nicht. Der Katze, immer wenn ich dich streicheln will, dann zerkratzt du mich. Ich bin doch keine... Keine Ahnung. Was zerkratzt man? Ein Katzenbaum oder so. Da, oh mein Gott, es blinkt hier noch mehr. Ah, aber das machen wir alles in der nächsten Episode. Alles. Denn wir nehmen hier schon... Oh Gott, du Scheiße, wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Ich sage ja immer, ne, eigentlich würde ich die Folgen relativ kurz halten, aber RPGs kannst du einfach nicht so kurz halten. Sonst erreichen wir ja gar nichts und brauchen 1 Million Parts. Und das mag ich auch nicht. Was ich alles nicht mag, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Aber ich habe ja gesagt, ich mag das Spiel. Denn es macht Spaß. Und ich glaube, ich werde jetzt, weil das Wetter noch gut draußen aussieht, etwas machen, was man gerne macht am Sonntag. Zaun streichen. Juhu! Ich freue mich so hart. Das könnt ihr gar nicht glauben. Ich würde lieber nicht einen neuen Partner aufnehmen und Zaun streichen, sondern Zaun streichen. Naja, egal, ne? Das eine, was man will. Das andere, was man muss. Ich hasse diesen Spruch. Und ich will das mal aufhören. Also, lebt wohl. Bis zur nächsten Episode.